Lukas Hatzmann und Florian Hell. Zwei Obersteirer, die derzeit in Fachkreisen von sich reden lassen. Die simpelsten Ideen sind eben immer die besten. Und wenn man mit diesen Ideen auch noch Ressourcen und echtes Geld sparen kann, ja, dann könnte es sich dabei um den sprichwörtlichen Goldesel handeln. Bei den beiden geht's um Orden. Orden, wie sie bei den Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Rettung oder auch beim Bundesheer ihre Verwendung finden. Diese Orden werden mit sogenannten Ordensspangen an der jeweiligen Uniform befestigt. Und genau um diese Spangen dreht sich das Geschäft der beiden. Bisher musste der Geehrte beim Erlangen eines weiteren Ordens auch die Ordensspange auswechseln. Das bedeutete, bei jeder Veränderung des Auszeichnungsstatus musste eine neue Spange her. Die alte wurde wertlos. Hatzmann und Hell entwickelten in 2 Jahre langer Arbeit eine erweiterbare Ordensspange. So einfach kann's gehen, wenn man Köpfchen hat. Ich bin seit knapp 30 Jahren bei der Feuerwehr, Mitglied in Bruck an der Mur. Und da kommt man irgendwann einmal auch mit dem Thema Auszeichnungen in Kontakt und sieht dann, dass es eigentlich in Österreich ein System an Ordensspangen gibt, das nicht besonders ausgereift oder befriedigend ist, weil es nicht erweiterbar ist. Und das war der Grund, dann irgendwann einmal sich damit auseinanderzusetzen und diesbezüglich Überlegungen anzustellen, ob es möglich wäre, ein besseres System als das bestehende zu entwickeln. Ja, und das war der Job von Lukas Hatzmann. Der Aflenzer war für die technische Umsetzung verantwortlich. Für beide stand von Anfang an fest, hochwertigste Materialien und einwandfreie Funktionalität sind gefordert. Kein ganz so leichtes Unterfangen. Das Hauptproblem ist sicher das, dass das Produkt von der Haptik her, es muss einerseits händisch montierbar sein, manuell montierbar sein. Die Voraussetzung war ohne Werkzeuge, die Vorgabe. Und es sollte natürlich auch ein Feuerwehrfest aushalten. Das heißt, das Hauptproblem war, die Passungen von dem Produkt so hinzubekommen, die Fertigungstoleranz in den Griff zu bekommen, dass das ganze System wirklich langfristig dann auch funktioniert. Ja, und das scheint es wirklich zu tun. Derzeit ist allerdings noch Türklinkenputzen angesagt. Die Feuerwehr scheint im Boot zu sein. Bei den anderen Einsatzorganisationen ist noch etwas Überzeugungsarbeit nötig. Die Feuerwehrmitglieder sind die größte Klientel, was unsere Kunden betrifft. Es gibt allerdings auch zu anderen Uniformträgerorganisationen Kontakte, und zum Beispiel zum Roten Kreuz oder auch zum Bundesheer. Da sind wir eigentlich auch schon in Umsetzung oder in guter Dinge, dass wir zum Beispiel beim Bundesheer das auch platzieren können und das auch zum Tragen zugelassen wird. Ein wichtiger Bestandteil der zum Patent angemeldeten Erfindung ist die Website, die in ihrer Funktionalität weit über die eines Webshops hinausgeht. Das heißt, die Rangordnung wird abgebildet, sprich wir nehmen sämtliche Spangen, die ein User bei uns erwirbt, her und zeigen diese korrekterweise in der Rangordnung an, je nach Herkunft oder Einsatzorganisation des Users. 2 Jahre Entwicklungsarbeit und 100.000 Euro Investment haben sich anscheinend bezahlt gemacht. Die erste Spange wurde im Oktober des Vorjahres präsentiert. Bereits heute können die beiden von den Einkünften des Unternehmens leben. Beim genaueren Hinsehen erschließt sich das riesige Potenzial der Erfindung. Orden und somit Ordensspangen gibt es weltweit. Die Idee könnte sich zum Lottosechser mausern. Nein, no ist keiner. Also noch haben wir jetzt einmal einen Schein abgeben, nicht? Und ob es ein Lotto-Sechser wird, also es besteht die Möglichkeit, dass es aufgeht, ja. Es ist nur die Frage, wie groß das wird, ja. Aber allein, dass man was umsetzen kann, wo es auch, ich weiß es von der Feuerwehr, immer wieder Stimmen gegeben hat, da müssen wir was machen und das müsste auch möglich sein. Ich habe das viele Jahre gehört. Und im Endeffekt ist man dann schon ein bisschen stolz, wenn man es dann selber zusammenbringt, was auch einige davor versucht haben und nicht zu Wege gebracht haben.